Rondra zum Gruße, ihr Lieben. Und willkommen zurück zu das schwarze Auge Satinas Ketten. Ja, ja, die Leute. Mhm. Ich klicke einfach mal. Habt ihr es dann, Leute? Leute? Ja? Ja? Ja, sehr schön. Ich darf auch wieder spielen. Wir haben hier das orkische Kriegshorn. Jetzt muss ich es nur vor Nuri verbergen. Sonst bleiben wir nicht lange unentdeckt. Ja, das stimmt. Da bläst sie dann bestimmt gleich rein, so wie wir Nuri kennen. Die muss das gleich ausprobieren. Was ist mit dem Pfeifenkraut? Wie komme ich denn daran? Laut wie eine echte Orktrommel. Aber den nimmt er nicht nochmal? War hier sonst noch irgendwas? Der steht ja jetzt da vorne. Rauchende Schalen. Vielleicht könnte man auch das Pfeifenkraut dann in die rauchenden Schalen packen. Dann riecht das hier auch alles ganz anders. Das wäre ja auch, was? Allerdings komme ich da ja so nicht ran. Wenn er wach wird, ist alles... Nee, dann gehe ich mit dem Orkhorn natürlich mal nach oben. Denn von hier oben aus können wir natürlich das Zeichen gut bringen. Stecken wir das mal hier rein? Ja, super. Hm. Wir können es nehmen und wir können es lassen und, ne? Der Ork, aber... Ja, aber völlig falsch rum auch, ne? Warum steckt er das denn so rein? Vielleicht können wir ihm hier so eine Grütze da reinlaufen lassen. Das halte ich von Wasser. Ach so. Ja, was dann? Der Stein passt genau in das Horn. Aha. Und dann? Keine Zeit. Das hat's gebracht. Der Stein passt. Was mache ich denn jetzt damit? Und warum kann ich das hier genau reinstecken? Kriegshorn mit Stein. Aha. Toll. Der Baum mit ohne Hilfsmittel. Ohne Hilfsmittel. Der Rabe immer noch. Aber der will ja nicht helfen. Können wir das kaputt machen? Ton, Glas, aber nicht das. Das, Ton, Glas. Das geht ja auch nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Manchmal probiere ich auch Sachen einfach immer nochmal aus, um auf Ideen zu kommen. Nicht, weil ich es nicht gehört habe. Da unten ist alles ruhig. Ja, das wollen wir aber ändern. Keine Zeit fürs... Ich überlege, ich verstehe das ja hier auch gerade nicht. Warum haben wir den Stein ins Kriegshorn gepackt? Hier, dann färbt sich das und dann läuft das hier runter. Das ist noch zu wenig Wasser. Dann nehmen wir uns noch mehr. Wir haben ja hier genug. Frisches Bergquellwasser. Das hast du ja wohl genug. Das ist noch zu wenig. Wie? Zu wenig Wasser. Wasser hilft hier. Aber hier, das ist doch das, was wir vorhaben. Frisches Bergquell. Hoffentlich. Denn, ja, jetzt check ich's langsam. Wenn wir hier Wasser reinfüllen und der rote Stein füllt das ja rot, dann läuft das hier runter und dann spuckt er sozusagen blutrotes Wasser und das kann man als Zeichen nehmen. Ich dachte eher, wir brauchen dieses Orkhorn, um richtig Remi-Demi zu machen. So eine Stimme nachmachen. Hallo, Orka, Schnacker. Keine Ahnung, irgendwas da reinbrüllen. Aber wir sollen das hier anscheinend rot färben. Wenn das aber zu wenig Wasser ist, was? Was will er denn dann noch? So wird... So nicht. Aber du könntest das zerschneiden, die Decke. Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Mir fällt das... Das verbrennt. Ich weiß. In einem Stück. Natürlich. Keine Zeit. Das kann ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist nicht genug Wasser, aber wir haben doch hier Wasser ohne Ende. Frisches Bergquellwasser. Er kann doch ganz viel Wasser nehmen. Hoffentlich. Oder was möchte er jetzt? Ach nein. Der kleinste. Der ist zu klein. Also muss ich mir einen größeren basteln oder was? Nee. Ich geh nochmal zurück.
Hier kann ich, also hier konnte ich mir zwar Wasser holen, aber das wird's nicht sein. Dann gehe ich nochmal zurück. Irgendwie muss mir da vielleicht Nuri noch helfen oder so. Oder das Pony, oder ich weiß auch nicht. Das führt zu nichts. Den setze ich mir nicht auf. Sollst du auch gar nicht. Decke. Falls du frierst. Ach nein, du bist eine Fee. Ich mag dich. Ich nicht. Romantiker. Ich krieg eine Errungenschaft, weil ich Nuri die Decke angeboten habe. Ach, ist ja auch schön. Feuerstein und Stahl. Was kann ich denn mal machen? Wasser? Du brauchst mich nicht füttern. Oh, Entschuldigung. Nuri, Wasser? Wasser? Nein, danke. Bist du sicher? Wir haben heute ein ganzes Stück hinter uns gebracht. Wirklich? Ich bin gar nicht der Chef. Ich finde das toll, was ich hier so rausprobiere. Dann kriege ich sogar dafür Errungenschaften. Romantiker, schön. Ach ja, ein echter Gentleman bietet eine Decke an. So, jetzt können wir natürlich auch Dinge reparieren. Sollen sie das jetzt wieder reparieren, das Seil? Ah, das ist ja cool. Wir können Sachen zerstückeln und wieder zusammen machen. Sicher 100 Jahre. Nichts mehr drin. Kein Wunder, dass das nichts mehr kann. Ja, aber du sollst das Seil nehmen. Das geht nicht. Wozu soll ich... Ich weiß auch nicht. Ich muss das... Schätze, das reißt auch ohne diesen Flug. Keine Zeit. Ich weiß auch nicht. Das Wasser reicht nicht. Wie kann ich denn jetzt mehr Wasser irgendwie mir holen? Können wir dem nicht noch mehr Wasser geben, dem Pony? Da muss es vielleicht pullern. Hier, trink. Ach, schön. Ich sollte das Wasser nicht verschwenden. Wieso? Wir haben doch genug. Wir können immer wieder neu holen. Winling würde sich die Haare raufen. Ja, lass mich mal machen hier. Hier kann ich nichts machen. Außer der Rabe hilft mir endlich mal. Sag mal. Ach, vielleicht hört Nuri vielleicht jetzt aber auch anderes, weil wir die abgelenkt haben, die Orks. Sie streiten sich darum, wen Tairach... Was? Hör nochmal. Lass uns nochmal... Gut. Keine Ahnung, ob wir das jetzt schon hatten, aber kann gerade nichts machen. Ich kann das auch nicht überspringen. Also lassen wir die mal quatschen. Wie kann man denn noch... Da so viele Namen. Aha. Irgendein Eika. Der Eika ist der Oberste aller Orks. Warten Sie auf Ihren Oberork? Der hätte uns gerade noch gefehlt. Nein, nein. Sie warten seit Tagen auf ein Gottesurteil. Und dann? Dann soll Blut fließen. Oder Sie warten auf Blut? Bist du dir sicher, dass du alles richtig verstehst, Nuri? Ihr Gott will Blut. Die Orks wollen Blut. Aber niemand scheint es zu haben. Wir könnten Herrn Rabe hier anbieten. Mach nur deine Scherze, Junge. Ich finde das gar nicht schlecht. Das gibt einem... Ach, ich mach das schon. Alles wird genau, gut. Genau, es gibt einem ja hier mehr Tipps und so, aber eigentlich sind wir genauso weit wie vorher. Wir brauchen nur einfach irgendwie mehr eine Quelle. Für das Wasser. Es reicht ihm ja anscheinend nicht. Wasser hilft hier nicht. Ich lasse es trocken. Wenn er wach wird, dann ist es nah. Ja. Nee, ich glaube, mit dem Pfeifenkraut, das sollen wir eher in diese rauchenden Schalen packen, damit das dann anders riecht und so. Aber alleine ihm hier ein bisschen mehr Blut laufen zu lassen, wäre ja schon ein tolles Zeichen. Aber mit nur dem Wasserschlauch kommen wir hier irgendwie nicht weiter, oder? Oder ich bin zu doof. Frisches Bergquellwasser.
Ich glaube, hoffentlich, dass wir den Ast hier umstülpen müssen. Dann läuft das Wasser durch den Ast in das Horn hinein und färbt dadurch das Wasser richtig blutrot. Das wird es sein. Also muss ich mich nicht um einen größeren Wasserschlauch kümmern, sondern ich muss mich darum kümmern, dass dieser verrottete Baum umkippt. Das ist es nämlich. Wie kriege ich den denn da runtergeknallt? Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ich bräuchte eine Art Wurfhaken, damit das Seil hält. Wurfhaken. So wird das. Wozu? Wurfhaken. Ist hier irgendwo ein Stein? Das wäre ja vielleicht schon irgendwas anderes. Hier zwischen dem Wasser oder so, was man vielleicht auch nicht so sieht. Komisch, dass er das auch immer nimmt, aber vielleicht kann man das jetzt als Wurfhaken nehmen? Ich weiß nicht. Ja, mach doch einfach, Mann. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Ja, selbst wenn. Natürlich. Zum Runterklettern ist... keine Zeit für... Ich brauche irgendwas Kleines, Mäßiges, damit ich einen Wurfhaken mehr bauen kann. Aber hab einfach nichts, das ist das Problem. Jetzt muss ich wieder zurück und das Seil reparieren. Hier war doch auch nichts, oder? Der Schädel. Laut wie eine echte Orktrommel. Das hilft auch nicht. Ich bin... wenn er wach wird... wenn er wach... Ja, ich meine, letztendlich habe ich den Plan ja schon ein bisschen durchschaut. Wäre ja Quatsch, das wieder irgendwie Ustai rückgängig machen zu wollen. So, das ist... sicher 100... Das ist jetzt wieder heile. Nicht so... Ach nein, ich glaube, der Stein passt genau. Der Stein. Ja, Wurfhaken, Wurfhaken. Wenn ich das Wurfhaken-Ding geschoss hingekriegt hätte, dann wären wir jetzt schon weiter. Oberkiefer. Ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Das ist bestimmt mein Wurfhaken. Hier, Rabe, hilf mal. Sag mal. Komm schon. Ja. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Bitten, fordern, Nuri einschalten. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meiner Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Für Nuri, okay. Sehr schön. Vielen Dank. Mein Wurfhakengeschoss. Voll riesig. Hat die Orks kaum interessiert. Sehr gut. Ciao. Perfekt, das muss es sein. Ich habe nämlich nichts anderes. Sag ich doch. Ein Wurfhaken. Ach ja, schön. Haben wir es dann? Und Wasser? Kommt? Kommt. Fließt nur hindurch. Ändern wir jetzt mit unserem Super-Ding hier. Lücke im Kiefer. Tada! Zeichen fertig. Jetzt speit der Götze Blut. Marok! Oh! Oh! Taika! Oh, Taika! Stadt Taika!
Inlothdaika! Mor Atseki! Mor Kurkna! Uza! Ok! Maruko Kastrotak! Jawoll! Ach, und jetzt kann ich mein Kriegshorn wieder nehmen? Das lasse ich, wie es ist. Mir gefällt das Wasserspiel. Ja, hat irgendwie was. Wir haben das Zeichen gesetzt. Sehr schön. Man sieht es sogar von Weitem. Sehr gut. Oh, der Hund ist wach. Okay, ich kann wieder arbeiten. Ja, der Hund ist wach. Was sagen wir denn dazu mal? Mhm. Hallo, kleiner Wachhund. Hallo. Und mein Spiel stockt schon wieder. Oh oh. Das ist nicht so gut. Bleib ganz ruhig, Hund. Zerbeiß mir nicht die Kehle. Aber immerhin, er dreht ja nicht völlig sofort durch gerade. Was ist mit dem Pfeifenkraut? Kann ich mir das einfach nehmen? Dieser Köter ist im Weg. Aber jetzt können wir ihn... Jetzt ist er ja immerhin schon mal wach. Jetzt können wir ihn ja vielleicht ablenken. Wenn denn mein Spiel nicht gerade so furchtbar stocken würde. Es liegt natürlich wieder an der geänderten Festplatte. Ich konnte einfach nach dem letzten Part es nicht lassen, im Anschluss weiterzuspielen. Und konnte aber nicht auf derselben Platte weiterspielen. Jetzt habe ich wieder den Salat. So nach einer Viertelstunde fängt es dann immer an. So, Futterbeutel. Können wir ihn vielleicht damit so ein bisschen täuschen? Ich sollte ihm etwas zu fressen suchen. Ah. Was ist denn mit diesen Aasviechern? Gibt's die da oben noch vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Da waren diese komischen Käfer, die sind ja weg. Was können wir ihnen denn stattdessen geben? Knochen vielleicht? Habe ich noch Knochen? Ich habe eine Decke, Futterbeutel, Feuerstein. Das Wasser vielleicht? Das wird ihn nicht lang. Dann gehe ich nochmal zurück. Ach, die anderen sind weg. Das ist ja super. Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Folgt mir unauffällig. Und das arme Pony bleibt zurück. Das tut mir voll leid. Bist einer, der nicht schnell aufgeht, was? Nee. Ja, so einer bin ich. Aber, muss ich nicht dem Hund und Pfeifenkraut und der so? Der Rote See! Aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Hallo! Nicht so laut, die Orks! Wer seid denn ihr, junges Volk? Was? Ach so, ich kann wieder. Ich warte hier, dass irgendwas passiert. Reden wir mal mit dem Kobold. Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein! Ich bin ein Auerhahn! Ein Auerhahn! Du kriegst mich nicht! Weißt du, wo seine Höhle ist? Ich weiß es! Ich weiß es! Sehr gut, wo ist sie? Das sage ich nicht! Ich petze nicht! Was er denn für einer? Halt ein richtiger Kobold. Erinnert mich gerade so an den Kobold aus The Night of the Rabbit, falls ihr euch erinnert. Ansonsten schaut doch einfach mal in das Let's Play rein. Ist auch ein sehr schönes Point-and-Click-Spiel, aber jetzt sind wir hier, dann gucken wir uns mal die Sachen hier an. Hey! Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Du sagst es. Oh. Jetzt kann sie uns begleiten. Was war das denn? Okay, was haben wir hier, Blumen? Lass sie doch schlafen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Blumen, seltsame Pflanzen. Was ist denn mit dem Kobold jetzt? Jetzt zeig uns schon den Weg zur Höhle. Nein, ich habe zu tun.
Um was kümmert sich der Kobold denn? Die Pflanzen? Ach, ich sehe schon. Das ist bestimmt seine Route hier, weil er geht immer hierhin, dann dahin. Roter Felsen. Da können wir bestimmt Sachen machen. Der Felsen färbt ab. Aha. Der Felsen. Okay, der färbt ab. Können wir uns das wieder mal zunutze machen? Und wir haben die Blüte sogar. Hatte schon bessere ein. Ich dachte eigentlich, müsste da hinten jetzt noch bleiben, aber okay, sind wir natürlich etwas weiterkommen. Felsspalt. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Nein, ist er wohl nicht. Hallo? Gelehrter Herr? Da ist er nicht! Tja, ich weiß auch nicht, wo wir ihn gerade finden. Aber er macht hier immer seine Route und das muss ja was zu bedeuten haben. Dann hilft er uns nämlich vielleicht auch. Feuerstein und Stahl. Das sollte nicht brennen. Brennt was anderes hier? Aha. Au! Sehr, sehr witzig. Wenn ich schon Lebewesen anzünde, dann doch lieber diesen Kobold. Okay. Wasserschlauch. Das Wasser trocknet gleich wieder. Lass meinen Stein in Ruhe. Dein Stein, alles klar. Können wir die vielleicht gießen, die Blumen? Sie bleiben geschlossen. Und die? Wasser hilft hier nicht. Wasser? Sehe ich vielleicht aus wie ein Klabauter? Ja. Dann, Blüte. Die vielleicht hierhin? Keine Zeit für sowas. Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. Können wir mit dem Messer die irgendwie abschneiden? Au! Selbst schuld. Ein bisschen nervig, die beiden gerade, während ich hier versuche, irgendwie weiterzukommen, werde ich hier nur ausgelacht. Aber gut, ich schaue mich hier mal weiter im nächsten Part um, sonst wird er hier zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!